hunderte Muslime zu ihrem Freitagsgebet kommen. Bürgermeister sagt, und, da geht es um ein paar Leute, da geht es um nichts. Und im Ramadan zum Abendgebete. Und hier wird ersucht, dass hier ein Verständnis, gegenseitiges Verständnis geben soll. Zum Herrn Schmidinger eine große Bitte. Hören Sie auf, diesen politischen Islam immer auf den Wand zu malen. Und jeder Muslim, der gläubig und praktizierend, ich habe Sie reden lassen, der gläubig und praktizierend ist, automatisch als politischer Muslim aus ihr, als das ist schon wieder so eine Unterstellung von Ihnen. Das ist eine Ihrer klassischen Unterstellungen. Das ist die Politik von Ihnen und der Regierung der derzeitigen Glaubensgemeinschaft. Wir wollen jetzt nicht persönlich. Aber ich darf schon darauf antworten. Ich habe weder hier noch in einer meiner Publikationen behauptet, dass jeder praktizierende Muslim ein Anhänger des politischen Islam ist. Nein, auch das habe ich nie gesagt, okay. Schon gar nicht hier. Und nicht. Manchmal wird aus der Verteidigung vor der Schal angegriffen. Ich werde es mir aufschreiben. Und ich habe die ganze Zeit zugehört. Ich habe die ganze Zeit jetzt zugehört. Ich kenne selbstverständlich die Situation hier an bestimmten Brennpunkten hier in Wien, was Moscheen angeht, nicht so genau wie Sie. Ich habe einfach reflektiert, ich habe einfach mal überlegt, wie sieht es aus in anderen Teilen Europas, betrifft das, worüber Sie sprechen, andere Teile Europas, und muss gerade sagen, Frau Artisch kommt aus Berlin. In Berlin haben wir in diesem Sommer zum zweiten Mal, denn überall dort, wo, es geht nicht um den politischen Islam, überall dort, wo wir Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis verstärkt in Europa haben, dort haben wir keinen islamischen Kulturkreis. Es gibt aus die meiner Kultur, Sicht die Kulturkreislehre ist selbst in der Ethnologie. Überall dort, wo wir Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis haben, haben wir geballt Probleme. Als Beispiel, nur als Beispiel, wenn Sie für eine türkische Organisation hier sitzen, nehmen wir Duisburg-Marxloh, ist eine große deutsche Stadt, größte deutsche Moschee, wo man den Bürgern von der Politik von allen Seiten gesagt hat, wenn ihr aufeinander zugeht, wenn ihr akzeptiert, dass hier eine wunderschöne große DİTİB-Moschee gebaut wird, dann wird die Zukunft für euch wunderbar. Heute sagt die Polizei, die Gewerkschaft der Polizei überschreibt Berichte mit Streife im Angstraum wegen der Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis. Die Zeitungen schreiben, dass das Wunder von Marxloh, wie man es nannte, gescheitert ist. Die Leute, das Gleiche, was ich hier hörte. Wir wollen jetzt nicht auf Duisburg-Marxloh eingehen. Ich sage Ihnen, in einer Stadt wie Berlin. Ich lebe nicht in Berlin, aber ich wundere mich, zum zweiten Jahr in Folge, im Sommer beispielsweise, zu hören, dass man in den großen Schwimmbädern in Berlin nur noch unter Polizeischutz badet, dass Polizei in den Schwimmbädern ist, dass die Schwimmbadmeister alleine nicht mehr ausreichen, weil junge Mitbürger aus dem islamischen Kulturkreis dort verstärkt Frauen belästigen. Ich erfinde es nicht. Ich will nur sagen, es gibt Probleme. Ich kann Ihnen zwar nicht die Nachhilfe geben, was die letzten 50 Jahre in der Ethnologie diskutiert worden ist. Die Kulturkreislehre ist für alle passé. Was ich Ihnen aber empfehlen würde, und ich glaube, das wäre auch was, was vielleicht einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, fahren Sie einfach mal auf dem Landweg Richtung Türkei und sagen Sie mir dann bitte, wo die Grenze zwischen einem islamischen Kulturkreis und dem christlichen Abendland ist. Sie werden sie nicht finden. Ich habe das mehrmals gemacht. Sie werden langsam irgendwo in Belgrad die ersten Moscheen finden, und sie werden auch in Syrien noch Kirchen finden. Es gibt keine Grenze zwischen dem sogenannten Abendland und dem Morgenland. Es gibt Kontinuen, und es gibt auch keinen islamischen Kulturkreis, genauso wenig wie es einen europäischen gibt, genauso wenig wie es die Muslime gibt, denn die Muslime sind eine genauso heterogene, in sich gespaltene, von Konflikten durchzogene Bevölkerung wie die Nicht-Muslime in Österreich. Sie bestreiten doch nicht, dass ich Probleme importiere aus einer bestimmten Menschengruppe.
Aber Sie können das doch nicht. Auch, dass man die gleichen Dinge, die Sie jetzt hier behaupten, zum Teil sind sie wahr, zum Teil sind sie erfunden, vor 100 Jahren in den Vereinigten Staaten hat man sie gesagt über die Katholiken, ja, die furchtbaren Katholiken, die uns überschwemmen, haben die protestantischen Amerikaner gesagt, die kriegen so wahnsinnig viele Kinder, hat auch gestimmt, ja, diese trinkenden Iren, völlig ungebildet kamen und haben lauter Kinder gekriegt. Innerhalb von einer Generation hat sich das Problem gelöst. Genauso war das in den Niederlanden. Aber ja. Wir leben die Protestanten hatten wahnsinnig Angst vor den Katholiken. Wir wollen sie nicht durchgehen. Wir leben hier und in der Zukunft. Ich möchte, dass jetzt die Frau Abisch etwas sagt. Wieso muss ich das mit Gewalt durchsetzen? Ich könnte das ja selbst. Ich wollte mir noch, nein, das ist noch ein bisschen bitte anhören, weil dieses Chaos und irgendwann wäre schon dazwischen gegangen. Warum sind wir hier? Also wieso hat Herr Sarrazin mit seinem Buch jetzt so einen Aufruhr veranstaltet? Beziehungsweise warum bin ich hier? Ich bin hier, um mit Ihnen darüber zu reden, warum wir jetzt dadurch, dass dieses Buch erschienen sind, alle in Deutschland, auch in Österreich, jetzt in Aufruhr sind. Wir haben wirklich seit vielen, vielen Jahren all das, was Sie hier alle von sich geben, doch hoch und runter diskutiert. Ich habe mich im Oktober letzten Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und merke, jetzt seit 8, 9 Monaten bin ich nicht drin und komme hierher und sitze und Sie meckern miteinander, pöbeln sich an miteinander auf eine Art und Weise, die ich seit Jahren höre. Wollen Sie uns erzählen, warum Sie sich zurückgezogen haben? Genau. Gerne, weil ich ein Buch herausgegeben habe, was einigen Leuten nicht gefällt. Und weil ich dafür Reaktionen bekommen habe, die nicht schön waren. Wer sind einige Leute? Es sind Menschen, die der Ansicht sind, also übrigens, Journalisten nennen mich Islamkritikerin. Ich nenne mich nicht so. Ich bin keine Islamkritikerin, sondern ich bin Menschenrechtlerin, ich bin Frauenrechtlerin. Ich schaue dahin, wo es Probleme gibt und über Probleme rede ich. Und es gibt Probleme. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Der Islam braucht eine sexuelle Revolution. Und dann gibt es Menschen, die sind allein durch diesen Titel beleidigt und meinen, weil ich so ein Buch geschrieben habe, habe ich nicht das Recht zu leben. Und den Rest können Sie sich denken. Ich will auch eigentlich gar nicht so darüber jetzt ausführlich sprechen, sondern die vielen Jahre davor, die ich auch auch geschrieben habe und auch diese Arbeit gemacht habe, haben mich eines gelehrt. Wir sind in einer sehr aufgeregten Situation, weil wir weltweit mit Migration, mit Grenzen, die aufgelöst werden, zu tun haben. Und das ist nicht nur in Deutschland so.